die Sage, die wir hier haben, die ist von Müller, Sumiswald her. Und der Antrieb war hier immer schon mit Strom gewesen. Und dann hat man einen Flachriemenantrieb. Und nachher die haben sie rausnehmen und sind in die Alpen sagen. Und dort war ein Benzinmotor dran gewesen. Auch Flachriemenantrieb. Wichtig ist, dass wir oben die Lager schmieren und die Führungen oben und unten schmieren. Das ist die Einklinkung vom Vorschuh. Dann ist der Vorschuh, dass es überhaupt läuft. Dann stelle ich die Geschwindigkeit ein. Wenn ich nach links gehe, geht er schneller vom Wagen. Und rechts geht er langsamer, der Wagen.